herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mache ich einen Lesemarathon. Das bedeutet ganz einfach, ich werde für 24 Stunden nur lesen. Was mache ich hier eigentlich? Wie ihr gesehen habt, habe ich viele Bücher, die ich noch lesen möchte. Also ich werde auf keinen Fall alle diese Bücher schaffen. Aber ich sage mal so, mein Ziel ist es, glaube ich, 400 Seiten zu lesen. Das wäre, glaube ich, ein ganz machbares, aber schon höheres Ziel. Also ich werde euch heute mitnehmen bei meiner Lesereise. Das heißt, ich werde heute wirklich versuchen, die ganze Zeit nur zu lesen. Das geht natürlich nicht immer, da ich auch noch essen muss. Und außerdem muss ich heute noch ein anderes Video filmen, da ich hier momentan jeden Tag ein Video hochlade. Und deswegen muss ich ja noch ein Video drehen, weil das halt erst morgen online kommen kann. Und ich muss auch was für die Schule machen und noch eine Aufgabe für Physik. Das sind nur die zwei Sachen, die ich heute noch machen muss. Aber ansonsten habe ich total Zeit fürs Lesen und ich versuche heute so viel zu lesen, wie ich es nur schaffe. Wir fangen an mit diesem Buch, da ich gerade dieses Buch schon lese. Ich habe da jetzt, wie ihr sehen könnt, ein bisschen weniger als die Hälfte bisher gelesen. Und ich werde jetzt mal zu Ende lesen, dieses Buch. Und dann werde ich mich den anderen Büchern widmen. Viele Leute machen das so, dass sie um 0 Uhr anfangen, dann um 0 Uhr 24 Stunden lesen. Aber ich dachte mir, wenn ich um 0 Uhr anfange, bin ich so müde schon am Anfang, weil ich gar nicht geschlafen habe, dass ich den Tag nicht durchhalten werde. Und deswegen mache ich einfach jetzt. Jetzt ist, glaube ich, wie spät ist es? Jetzt ist es jetzt kurz vor 9 und ich will jetzt anfangen. Und dieser Lesemarathon geht dann bis morgen um 9 Uhr. Fangen wir direkt an. Ich habe jetzt so ungefähr 50 Seiten, dann bin ich mit dem Buch auch schon fertig. Ich glaube, es ist jetzt irgendwie 10 Uhr irgendwas. Ich bin jetzt fertig mit diesem Buch. Es ist mittlerweile 11.20 Uhr, das heißt, ich habe 2 Stunden und 20 Minuten dafür gebraucht, um 200 Seiten zu lesen. Also das Buch hat insgesamt 300 Seiten, aber ich habe 100 Seiten schon vorher gelesen. Ich habe mich entschlossen, als nächstes dieses Buch hier zu lesen und ich werde dabei meine Nägel so ein bisschen machen, da ich sie ablackieren möchte. Das mache ich während des Lesens. By the way, dieses Buch heißt Fisch, ein ungewöhnliches Motivationsbuch. Genau, das Buch hat, lasst mich gucken, 130 Seiten ungefähr. Genau, also let's go! Ich habe jetzt ungefähr 20 Seiten und wir haben gerade gefrühstückt um 13 Uhr. Nein, okay, da war es 12 Uhr. Deswegen habe ich auch eine Stunde sozusagen verloren, aber ich werde es weiterlesen und habe noch ungefähr 30 Seiten oder so offen. Es ist jetzt halb 10, ich bin jetzt mit diesem Buch fertig und es hat mich auf eine Idee gebracht. Und zwar war dieses Buch ja, wie ich schon gesagt habe, ein Motivationsbuch. Und die Hauptaussage, würde ich jetzt mal interpretieren, war, dass man immer entscheiden kann, wie man auf eine Sache reagiert. Dass man die äußeren Umstände nicht beeinflussen kann, aber wie man auf die Sachen reagiert. Und da wurde was ganz Wichtiges gesagt und zwar zum Thema Einstellung. Die These war, du hast die Wahl. Und es ging um ein Arbeiterteam in einer Firma. Dieses Team hat sich dann entschieden, an seiner Einstellung zu arbeiten. Und sie haben am Eingang ihres Büros haben sie ein Schild gehangen, ein Plakat gehangen mit dem Titel Du hast die Wahl, darunter ein Smiley gemacht, der traurig aussieht und ein Smiley, der glücklich aussieht. Ich habe mir überlegt, ich will das auch machen, weil ich die Idee voll cool finde. Deswegen mache ich mir jetzt so ein kleines Schild und klebe das an meinen Schreibtisch mit der Überschrift Du hast die Wahl und male dann so zwei Smileys runter. Weil ich das eine ganz schöne Aussage finde. Deswegen mache ich das mal, weil dieses Buch mich dazu echt inspiriert hat. Und danach werde ich dieses Buch hier lesen. Das ist jetzt eigentlich kein richtiges Buch, sondern eher so ein Heft. Und zwar heißt es Das Reich der Handschriftenanalyse. Und falls ihr mein Geburtstagsvideo geguckt habt, das könnt ihr hier nochmal angucken, da habe ich nämlich das Ganze erklärt, warum ich so ein Buch habe und wie ich darauf gekommen bin und was eigentlich Graphologie ist. Und zwar ist es ja die Handschriftenanalyse. Und man kann mit Hilfe der Graphologie Handschriften
analysieren. Das heißt, wenn man jetzt einen Antrag sieht, kann man sagen, diese Person hat die und die Eigenschaften und so weiter. Und ich finde es eigentlich ziemlich interessant. Deswegen werde ich, nachdem ich das Schild gemalt habe, dieses Buch bzw. dieses Heft dann lesen. Ich habe mich jetzt entschieden, zuerst noch Physik zu machen, bevor ich weiterlese, da ich auch diese Hausaufgaben heute Abend abgeben muss. Und dann habe ich schon hinter mir, deswegen mache ich das jetzt mal schnell und danach lese ich dann dieses Buch. Da dies hier so eine Erklärung ist in einer Einleitung in die Graphologie, werde ich mir jetzt noch Notizen machen, um mir das alles zu merken. Genau, also da wird geschrieben. Stimmt's, Flo? Dieses Buch ausgelesen und es war sehr anstrengend irgendwie, da es ja wirklich so ein Buch war, was auf jeder Seite sehr viel Bildung und Wert übermittelt hat und es quasi ja keine wirkliche Erzählung war. Oh mein Gott, mein Fokus, hallo. Aber es war jetzt kein Buch, dem man einfach folgen konnte, gerade weil es halt ja sehr herausfordernd war, immer dabei zu bleiben und genau, das alles so wirklich konstant durchzulesen. Deswegen war es sehr schwierig und ich habe gerade schon so eine kleine Pause gemacht. Okay, ich habe insgesamt heute schon 440 Seiten gelesen. Das heißt, ich bin sogar schon über meinem Ziel hinaus. Wow! Das ist wirklich das hier, weil das sind die Briefe von Goethe. Also das sind, ja, einfach so Gedichte und Briefe von Goethe an seine Liebhaberin Frau von Stein. Und das ist, okay, ist eigentlich schon, wow, das ist eigentlich auch ein bisschen anspruchsvoll, da man auch diese alte oder ältere Sprache verstehen muss. Aber das ist, glaube ich, für mich einfacher, als immer so ein richtig krasses, ja, Sachbuch zu lesen. Deswegen, glaube ich, lese ich jetzt dieses Buch. Ich habe damit auch schon ein bisschen angefangen, wie man sehen kann, aber auch nur wirklich die ersten Seiten. Und dann werde ich jetzt erstmal rausgehen. Ja. Okay. Es ist kälter, als ich erwartet habe. Es ist irgendwie, heute ist es voll bewölkt und deswegen voll kalt. Ich gucke mal ganz kurz, wie warm es ist. Oh, 16 Grad. Okay, geht eigentlich. Aber irgendwie fühlt es sich viel kälter an. Aber egal, ich bin trotzdem draußen und werde jetzt dieses Buch lesen. War das jetzt knapp 20 Uhr und ich habe mich jetzt entschieden, dieses Buch hier anzufangen, da es ja in diesem Buch, wie gesagt, schon um Texte und um Gedichte von Goethe geht und ich finde einfach, dass das Ganze Kunst ist. Also wie ihr sehen könnt, sind es immer so kleine Abschnitte und halt so kleine Texte und irgendwie finde ich nicht, dass man das jetzt so durchlesen sollte, weil man es immer wertschätzen sollte und deswegen, wenn man gerade so in der Mut ist, sowas zu lesen, dann eher lesen sollte und anstatt einfach nur durch. Deswegen lese ich es jetzt mal nicht weiter, auch wenn ich jetzt schon etwas davon gelesen habe und fange jetzt dieses Buch an. Und zwar ist das Buch Make the Fake, warum Erfolg die Täuschung braucht. Wie sehen, habe ich gerade schon ein bisschen angefangen, ein, zwei Seiten zu lesen. Guten Morgen, es ist mittlerweile der nächste Tag und ich sehe auch so komisch aus, da ich gerade duschen war und Haare gewaschen habe. Deswegen entschuldige ich bitte kurz mein Aus. Ich wollte doch gerade ein Outro drehen. Und zwar ist es jetzt gerade 9 Uhr am nächsten Tag. Das heißt, jetzt sind 24 Stunden um und ich habe in diesen 24 Stunden insgesamt 4 Bücher gelesen. Beziehungsweise ich habe 2 Bücher halt halb gelesen, deswegen habe ich 3 Bücher komplett und ein halbes und ein halbes. Und es waren insgesamt zwischen 500 und 600 Seiten, also ein Riesenerfolg eigentlich. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal so einen Lesemarathon gemacht habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon morgen wieder bei meinem neuen Video, da jetzt mein Job getan ist. Genau. Also vielen, vielen Dank fürs Zugucken und Zuhören. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ciao.